Bei diesem Garten in Elching auf dem Herzfeld im Ostalbkreis ist eines offensichtlich. Es steckt richtig viel Herzblut drin. Ein enges Zusammenspiel von Mensch, Tier und Natur ist hier die oberste Prämisse. Besitzerin Helga Kucher hat dafür zum Beispiel ein Insektenhotel angelegt. Bei der Befüllung hat die Hobbygärtnerin anfangs viele Fehler gemacht. Materialien wie Stroh und Reisig hat sie im Laufe der Zeit durch Bambusröhrchen und Hartholzstämme ersetzt. Denn die Erfahrung hat gezeigt, die nackten Ziegel sind den Wildbienen zu kalt. Seitdem ist das Hotel gut besucht. Das macht sich auch im Garten bemerkbar. Wer nicht eigene Bienen im Garten hat, der hat ein Problem mit der Bestäubung von Obstbäumen etc. Und diese Wildbienen, die fliegen schon sehr früh in kleinen Mengen und nur Kurzstrecken. Und die bestäuben dann die eigenen Bäume und die eigenen Blumen, alles. Zu tun gibt es in Helga Kuchers grünem Reich immer. Ihr neuestes Projekt ist ein pflegeleichter Steingarten. Beim Steingarten kommt, im Gegensatz zu den verbotenen Schottergärten, keine Folie zum Einsatz. Stattdessen wird der Boden zur besseren Pflege lediglich abgemagert, sodass Regenwasser weiterhin natürlich versickern kann. Ein Drittel Boden, ein Drittel Split und ein Drittel gewaschener Sand sind dafür die Basis. Das wird durchgemischt und etwa auf 30 bis 40 Zentimeter hier aufgebracht. Und dann kommen die Steingartenpflanzen rein. Und ganz zum Schluss, wenn die jetzt angewachsen sind, vielleicht so nach einem halben Jahr, wird die ganze Oberfläche mit Split zugemacht, dass man nicht mehr viel hacken muss, dass kein Samenanflug ist, dass im Prinzip das ein pflegeleichtes Beet ist. Pflegeleicht und naturnah schließt sich also nicht aus. Das gilt auch für die Nutzung des Gartens. Statt Anbau in Reihe setzt Helga Kucher beim Anbau von Gemüse auf Mischbeete. Blumen pflanzt sie zur besseren Bestäubung dazwischen. Mangold wächst nach oben, Rettich und rote Beete breiten sich nach unten aus. Diese Abwechslung im Beet bringt einige Vorteile mit sich. Es ist insofern besser, weil Schädlinge dann keine so große Angriffsfläche haben, wie wenn das ganze Beet jetzt mit ein und derselben Pflanze bepflanzt wäre. Und vom Boden her ist es auch wesentlich besser, weil die sich gegenseitig keine Konkurrenz machen. Es wird nicht immer nur im Prinzip der Boden vom, also werden nicht nur die gleichen Nährstoffe entzogen. Einen naturnahen Garten zu haben, bedeutet auch, neugierig zu sein und neue Sachen auszuprobieren. In der Corona-Zeit hat die Elchingerin einen Kurs zum Veredeln von Obstbäumen belegt. Eine Herausforderung, mit der auch ihr Garten sich wieder ein Stück verändern und weiter wachsen konnte. Hier waren früher Beeren, das war ein reiner Beerengarten. Die sind alle rausgekommen, die sind hier ins Nachbarbeet eingepflanzt worden. Und da habe ich jetzt kleine Obstbäume gepflanzt. Da haben wir in unserem Kurs Unterlagen bekommen und Reiser zum Veredeln und dass man das Veredeln lernt. Und das haben wir hier praktiziert und jetzt sind die tatsächlich schon angewachsen und es hat gut funktioniert. Unterstützt hat sie dabei Christiane Kager. Als Kreisfachberaterin für Obst- und Gartenbau ist sie die erste Anlaufstelle für alle Hobbygärtner auf der Ostalb. In ihrer täglichen Arbeit merkt sie, wie das Interesse der Gärtner, die Biodiversität in der Region zu schützen, steigt. Ein Trend, der sie optimistisch stimmt. Es gibt 36 Millionen Hausgärten in Deutschland. Und wenn jeder da ein bisschen was macht, dann können wir unheimlich viel bewirken. Und deswegen so naturnah muss nicht Chaos Dschungel sein, sondern das können tolle Gärten sein, wo einfach Bereiche sind, wo dann die entsprechenden Lebensräume geschaffen werden. Und da, denke ich, ist noch ganz viel Aufklärungsarbeit nötig. Und es macht Spaß und man erlebt es. Und es ist einfach nur genial, wenn man sieht, was sich da alles im eigenen Garten entwickeln kann. Nichts sei so wichtig, wie eine Stunde Muße im Garten einzuplanen, hat Bundespräsident Johannes Rau einmal gesagt. Auch Helga Kucher empfindet das Werkeln im Garten nicht als Arbeit. Eine kleine Ruhepause im Wintergarten tut trotzdem ab und zu gut. Nicht zur Erholung, sondern nur, um danach mit neuen Ideen der Natur noch ein bisschen näher zu kommen. Hey liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns einen Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren.